you gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you, boy, I don't need that much, need that much, how can I tell you what I wanna do, I never needed you. Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mal ein bisschen was über meine Wenigkeit erzählen und zu der Story hinter der Fadeneule. Ich denke, das ist auch mal ganz interessant zu wissen, wer genau dahinter steckt und wer das alles ist. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß bei dem Video. Fangen wir mal an mit meiner Wenigkeit. Ich bin die Franzi, ich bin 27 Jahre alt und ich wohne mit meinem lieben, lieben Partner und einer kleinen Katze, die Euli, zusammen in einem Reihenhaus in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben es gar nicht so weit zur Küste, also zur schönen Ostseeküste. Wir fahren ungefähr eine Dreiviertelstunde, also wir sind hier auch in einer Stadt gelegen und haben es aber gar nicht so weit zur Küste. Also nicht dörflich, sondern eher ja, in einer Stadt. Ansonsten haben wir noch keine Kinder, sonst könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zeit in mein ganzes Business investieren, dann wäre das Ganze ein wenig schwieriger. Was solltet ihr noch zu mir wissen? Also, mein Hobby, meine Leidenschaft ist das Nähen. Mittlerweile nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch mein Business. Ich bin ein ziemlich kreativer Kopf, ein wenig hippelig. Ansonsten... ja, würde ich sagen, ich probiere viele Sachen aus und meine Devise ist immer, nähen macht glücklich. Ja, also ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, beziehungsweise meine Facebook-Seite, mein Instagram-Account, dann wisst ihr, dass ich viele, viele Sachen nähe, dass ich einige Sachen neu ausprobiere, dass ich hauptsächlich für Babys, Kleinkinder und Kinder nähe, für Erwachsene eher seltener, also für mich ist auch noch bisher nur das eine oder andere Teil abgefallen. Ansonsten betreibe ich mein Business bisher nur nebenberuflich. Ich habe also einen Vollzeit-Hauptjob in einem der führendsten Telekommunikationsunternehmen, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, und versuche alles, was zu meinem Business, zu der Fadeneule und alles, was drumherum gehört, in meiner Freizeit zu erledigen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, zwischen dem Nähen, Aufträge entgegennehmen, Videos drehen, schneiden, YouTube hochladen, Instagram, Facebook-Account pflegen. Also es ist schon ziemlich viel Arbeit, aber mir macht das so unheimlich Spaß. Ich habe da so viel Freude dran und von daher ist es teilweise auch gar nicht wie Arbeit, sondern eher fast schon wie Urlaub. Muss ich wirklich sagen, mir macht es so viel Freude, auf den Stoffemarkt zu fahren oder online Stoffe zu shoppen. Wenn ein Paket ankommt, dann freue ich mich tierisch. Wenn ich sehe, dass andere Näherinnen neue Produkte zeigen oder wenn mal so ein Probenähen dabei ist, es macht mir unheimlich Spaß. Aber auch einfach die Nähe zu dem Kunden, diese Individualität, die man dem Kunden auch gewährleisten kann in dieser Branche. Genau zu sagen, hey, guck mal hier, das könnte deinem kleinen Mäuschen passen oder die und die Farbe können wir damit kombinieren, mit dem Muster. Was möchtest du als individuellen Druck? Soll ein Name, soll ein Geburtsdatum, soll vielleicht auch einfach nur ein schöner Satz mit drauf? Das ist so viel Feinheit und so viel Nähe zum Kunden, das gefällt mir super. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß und Freude. Ja, ich denke, das waren ausreichend Informationen zu mir und dem, was ich tue. Wir sehen uns bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss!